Hallo, meine lieben Leute, willkommen zurück bei WoW Classic, WoW Vanilla. In 1000 Nadeln. Ja, wir haben versucht, das letzte Mal im letzten Part eine Gruppe zu finden für RFK. Wurden nicht gekickt, aber ich habe auch, um keinen Unfrieden zu stiften, in dem Moment einfach entschlossen, ja gut, dann lasse ich das einfach, dann gehe ich da nicht mit. Ich bin mir nämlich auch nicht sicher, ob ich hätte. Ich hatte schon so eine Befürchtung, dass, na, ich bin mir nicht sicher, funktioniert das oder nicht. Aber ja. Eisen. Nein, 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 nein. Ach komm, den erledige ich. Keine Lust, dass mir der nachher noch begegnet. Ja, wir werden einfach weiter leveln. Wir müssen einfach. Es ist jetzt hier halt keine Quest-Inflation. Ja, es gibt hier wenige Quests und die Quests, die es hier gibt, die sind vielleicht ein bisschen heavy. Heißt, wir müssen uns hier langsam durchsneaken. Es wird hier kein. Es ist hier kein. XP-Wahnsinn, den wir hier bekommen werden. Ja. Wahrscheinlich wäre es auch angebrachter, tatsächlich ins Ashental, nach Ashenvale oder so, nach Ashenvale zu gehen. Nach Ashenvale. Jetzt halt. Ach, den kann ich ja gar nicht mitnehmen. Aber ja, ich finde einfach 1000 Nadeln cooler. Also. Was mich übrigens ein bisschen stört, sind diese unsichtbaren Viecher hier. Richtig gehend aufpassen. Wie die Leute hier immer den Tributrun verkaufen wollen. Tarnished Elvenring. Weiß nicht, ob der so gut ist. Ist das da hinten auch schon so eine Höhle? Ich glaube ja, ne? Da gucke ich, glaube ich, gleich erstmal das erste Mal rein. Meine Waffe ist halt auch langsam schlecht, ne? Schon wieder einer. Oh, nein, der darf nicht sterben. Er darf nicht sterben. Wundert mich, dass ich noch kein Akku gezogen habe. Leder. Ich kann das nicht plündern. Giftige Wolkenschlange und eine normale Wolkenschlange. Ach so, ja, Schlangennester. Sie meinen nicht die normalen, also ich habe eine normale, aber das sind die Windwolkenschlangen, meinen Sie? Natürlich. Dann könnte das da hinten schon der richtige Ort sein. Ich dachte an diese normalen Schlangen, die Bodenschlangen halt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Die gibt's aber in WoW Vanilla gar nicht. Ja, die sind erst mit, weiß ich nicht, mit Pandaria oder so eingeführt worden. Ich erinnere mich da immer an diese Epic-Insel, wisst ihr, die ganz am Ende kam. Spotte, 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 spotte! Widerstanden! Ich fass es nicht. Zweimal. Oh, der ist 28. Ja, gut. Schon wieder widerstanden, ne? Widerstanden, er widersteht die ganze Zeit. Kann ich noch nicht tun. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Junge, Junge. Dieser Zauber.
Junge, 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 Junge. Hoffe mal, dass das der einzige 28er war. Also der hat doch gerade echt reingezwiebelt. Ach, das ist das fremdartige Ei übrigens. Sind die schon genau richtig. Guck mal, wie schnell der dagegen geht. Aber gut, wir können jetzt halt auch die ganze Zeit Range-Angriffe machen. Davor ist uns das halt nicht möglich gewesen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Dann müssen wir uns jetzt als nächstes um die Speer kümmern, die hier irgendwo rumstreunen. Hier auch wieder aufpassen, ob irgendwelche versteckten Viecher. Da werden wir gleich ganz sicher noch welche treffen. Wenn ich hier durchgehe, safe, safe, safe. Aber... jetzt auch mal hier lang. Komm. Ah. Der geht auf mich. 161. Von so einem Schaden träume ich. Au, eigentlich, sag ja, wollte ich gerade noch sagen, eigentlich lohnt es sich hier nicht, den Aspekt zu wechseln, weil man hier sowieso wieder switchen muss, weil einem diese Klippenpirscher wirklich am laufenden Band begegnen. Trotzdem. Stahlbiss haben wir auch noch nicht gesehen. Wieso hat der Schamane so ein hurtiger Windbuff? Komisch. Ich würde mich jetzt mal von hier nähern. Umso weiter ich in diese offene Gegend komme, umso gefährlicher wie jetzt. Also die Mobs steigen hier langsam, glaube ich. Also Vorsicht walten lassen. Ja, das war Captain Obvious hier. Das lädt immer noch auf. Das nicht so viel Mana kostet, kann ich auch immer swappen. Komm, komm, nein, nein, nein! Das ist halt eher dieser Slow, der danach immer reintriggert. Der mich ein bisschen nervt, weil ich dann immer... Ich muss ja auf Distanz kommen dann, ne? Aber das dauert dann halt immer länger, weil ich halt... weil mein Bewegungstempo reduziert ist durch den Debuff, den ich bekomme, dass ich in meiner Reisegestalt angegriffen worden bin. Damit ist der jetzt auch endlich Level up. Hat ja auch nur ein halbes von meinem Level gedauert. Hier kommt doch gleich bestimmt wieder einer. Nadelpuma. Ich brauche Speer, liebe Leute. Speer.
Und bitte sagt mir nicht, dass die jetzt so mega selten sind. Warum lässt das einer sein? Nee, ist das ein Zenker. Aber ich guck gleich mal im Internet. Nicht, dass ich hier wirklich völlig falsch gucke. Es könnte auch sein, dass sie mega selten sind. Das ist unfassbar. Das lädt immer noch auf. Ja, und dann geht das nicht mal durch. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das ist zu weit entfernt. Das lädt immer noch auf. Junge, Junge, Junge. Habe ich was zu trinken und was zu essen? Ja, was zu essen zu trinken habe ich. Essen theoretisch auch, aber das möchte ich, dass es mein Pet bekommt. So, die Quest heißt Befreiung der Zentauren. Befreiung der Zen... Klassik. Ja, die Scouts sind selten. Toll. Halleluja. Das Netzen dauert anscheinend auch 10 Jahre. Muss auch aufpassen, hinter mir kann auch jederzeit Respawn kommen. Kann ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ah, hier ein Speer. Looking for member RFK. Getting boost for free. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt gehe ich nicht mehr RFK. Ich werde den erledigen Zinnminen und dann werde ich mich da oben ausloggen. Da geht's, glaube ich, gut. Ist noch ein Speer. Das ist den sicher. Ich muss nicht. Ernsthaft, das geht nicht doch, wollte ich sagen. Ich kann das jetzt nicht plündern. Den Speer hole ich mir noch. Könntest du bitte noch mal spotten, mein Freund? Danke. Kann ich noch nicht wirken? Die
Die sind wohl einfach selten. Und man braucht natürlich auch 12 Stück. Die meisten davon. Ist bestimmt nicht beabsichtigt vom Blizzard gewesen, ne? Ach ja. Na gut, liebe Leute. Dann mache ich an dieser Stelle Pause. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Dann geht's weiter mit WoW Classic. WoW Vanilla, macht's gut. Bis dahin. Ciao, Kakao.